Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jurassic Park auf Endor bei der Velociraptoren-Jacke mit der Drachenbursche. Neben mir ist der 16, der sich hier ein bisschen verhaspelt hat, weil er zu schnell reden wollte. Das ist aber kein Problem. Wir grüßen heute wieder, nämlich den Leonard grüßen wir heute. Und den Flori. Wollen wir da oben noch was irgendwas machen? Nö. Ich glaube, wir werden hier noch die wahren Überlebenden. Ja, ja, jetzt wir schleichen wieder. Das heißt, die Gefahr ist nah und wir kriegen Minikit Nummer 2. Eins hätten wir ja noch kriegen können beim Wegrennen, das haben wir nur ein bisschen verplant. Also ich habe eins beim Wegrennen bekommen. Ja, aber es gab noch diese Schilder, die man umrennen musste Wegrennen. Ich bin unauffällig, siehst du? Wow. Natürlich. Wieso ich immer? Warum nicht? Wieso immer ich? Und wieso erschreckst du dich? Diesmal habe ich mich nicht erschreckt. Beim letzten Mal habe ich mich noch erschreckt. Das war Velociraptor Nummer 2. Was? Nein? Was? Was? Hui! Wow. Der Spagat des Todes setzt wieder ein. Spagat des Todes, mach weiter. Es regnet. Es regnet, ja. Ich dachte mir, was ist dieses liebliche Geräusch? Ja, das bin ich. So, Darfst du hochspringen? Darf ich das? Ja, du bist gerade schwer genug, um das so wegzuheben. Ja, genau. Gut, das müsste nur ins Rollen gebracht werden. Das kann man, das geht noch. Das ist physikalisch vielleicht noch möglich. Wow, apropos Rollen. Ja, geh mir aus der Sonne. Ich muss Fährten lesen. Gibt doch genügend Sonne für alle hier. Ich muss Fährten lesen. Hier ist dem Länder ein Kopf. Ich muss Fährten lesen. Ich muss lauter reden. Der Regen ist. Der Regen ist böse. Der Regen darf niemanden hören. Das ist. Ja, nein, wow. Hast du dich wirklich jetzt schon wieder erschreckt? Nein, aber ich war irritiert. Verstehst du, weil er ein Tier ist und so. plötzlich war da ein Velociraptor. Oh, immer derselbe Move, das ist doch langweilig. Das geht doch nicht, unerhört. Ich werf mit Stein hinter euch her. Wir sind fast, Achso, ich glaube, wir müssen die über... Was? Nein, jetzt muss ich das auch noch machen. Ja. Aber sie hat coolere Attacken, sie hat eindeutig coolere Attacken. Die Attacke habe ich auch gemacht. Das sind genau die gleichen Attacken. Okay, Entschuldigung, ich dachte sie. Er ist in dem mittleren Busch, also zielt bitte auf den linken Busch. Linken Busch, ja. Hey! Da ist er. Also, ich habe eigentlich auch geschmissen, aber. Achso, wenn wir falsch geworfen haben, dann ist er betäubt gewesen. So, wo geht der jetzt hin? Wie jetzt hier Raptor. Mitte links. Mitte. Rechts. Mitte. Ja, schnell. Rechts ist er. Ja, rechts ist er. Ja, wirf mal. Der Versuch war es wert, oder? Schnell! Oh nein! Auf die Nuss. Auf die... So, wir sind bewaffnet. Den haben wir der kaputt. Der ist so süß. Ja, die sind sehr süß, die Velociraptoren. Also Blue war schon süß. Ja, die sind alle süß. Da war's. Besonders, wenn sie versuchen. Ach komm, wirf doch einfach! Lern mal werfen, denn... Boah, ist das laut. Okay, kriegen wir ihn noch. Banane. Der Soundeffekt beim Wegrennen. Oh ja. Standard. Der mag Bratwurst. Wir haben es nicht geschafft. Strom wieder anschalten. Ja, wir haben es nicht geschafft. Und wir können keine Screenshots hier machen, Len. Warum? Ich würde auch so gerne einen Screenshot hier machen, gell? Kann man das Touchpad eigentlich benutzen? Nein. Ich glaube nicht. Schade. Ich glaube nicht, dass das hier unterstützt wird. Ja, die Karte halt, aber. Ja, die Karte. Sonst ja, gut, auch nicht. Das ist oft mit der Karte mit eigentlich, dass es da das eingesetzt wird. Das ist auch ziemlich geil, weil das ist eine riesige Taste. Naja, es ist nicht schlecht, man kann schon. Ah, 97%. Ja. Aber ja, ich glaube, irgendwann mit dem Joggers hatte ich schon mal 99% gehabt bei Lego. Harry Potter, glaube ich, war das. Hatten wir einmal. Aber wir haben Timmy Murphy freigeschüttet. Wir haben noch gar nicht so viele Charaktere Henry gekauft. Henry Wu aus Jurassic Park. Yep. Tierärztin aus dem Jurassic Henry Park. Henry Wu ist übrigens auch wieder im neuesten Jurassic Park mit dabei gewesen, gell? Mhm. Das ist der. Das ist der einer der wenigen Charaktere, die wirklich in allen Teilen dabei sind, oder? Allen? Nee, stimmt, Helfer, in 32 nicht. Nee, 32 glaube ich nicht dabei. Wie komme ich drauf, dass er dabei ist, ja? Und wir haben einen Velociraptor. Jawoll! Nice! Velociraptor. Very, very nice.
Der kann wahrscheinlich auch hochklettern. Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, der ist klein. Weil wenn er schon auf andere Dinosaurier draufklettert, dann kann er auch, wenn er hochklettert. Geschichte fortsetzen. Wahrscheinlich noch ein Level, oder? Von ja, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Oder ist okay, ich muss zu dir wechseln. Die Aufgabe ist direkt bei dir. Okay, ja, dann ist es noch ein letztes Level wahrscheinlich. In dem Film. Ja, wie viele? Dann waren es 5 Level, dann gibt es zu jedem Film wahrscheinlich 5 Level. Das würde ja passen. Fang du mal das Level an, ich kann nicht zu dir. Okay. Schade, Len. Schade. Oder? Oh, das ist. Nein. Es ist gleich da vorne. Es ist gleich da vorne. Gut. Gott sei Dank. Wir treffen uns gleich wieder. Oh, Len. Endlich wieder vereint. Ach, Drachenbursche. Wie konnten wir diese lange Trennung überstehen? Ich bin doch schon da. Komm zu. Nein, bist du nicht. Ich will jetzt endlich mal da reinschauen, was da drin ist. So, rein da. Ah, kurze Ladesequenz. Okay, ich kann aber hier nicht. Da brauche ich einen Schlüssel. Musst du Zeug abschießen. Entschuldigung, ich muss deinen Bildschirm mal kurz. Nein! Verwende einen wie die. Nachtsichtgerät. Ja, ich weiß, aber ich find's witziger, wenn man ohne die. Okay, ja. Du musst aber immer Ding sagen. Ach, wir brauchen Nachtsichtgerät, um in dunkle Orte zu kommen. Ah, ich bin im Labor. Guck mal, Jurassic World, Dinosaurierbearbeiter. Oh, da können wir uns eigentlich Dinosaurier bauen. Das scheint hier so ein Standard-Anlauf-Ding zu sein. Werden wir natürlich auch noch machen, so Dinosaurier bauen. Das ist doch, wir noch mehr freischalten. Das ist doch. Schau mal kurz über das Symbol. Ja. Das ist die aus Jurassic World. Ja, ist sie auch. Nice. Das ist Claire. Drachenbursche, du solltest mal zu mir kommen. Ja, das hier, ich bin ja gerade so in dem Hauptdingens drin. Schau, ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Wer bist denn du? Was? Wer bist denn ich du? Bin jeder andere außer deine Dame. Nein, nicht auf diese Seite wechseln, du musst doch von der anderen Seite kommen. Echt? Nee, wir müssen doch von der Seite den Schlüssel irgendwo finden. Ja, dann find den mal. Ja, einfach alles kaputt schlagen. Was ist das hier? Ja, da oben ist doch was zum Beispiel. Wo ist denn jemand, der werfen kann? Sie kann doch werfen. Ja, dann wirf doch mal. Mach ich auch. Da ist doch bestimmt der Schlüssel drin. Mann, ja, da ist die Kurbel drin. Wenn man nicht alles... die Kurbel ist das nur. Und da ist dann der Schlüssel drin. Dann schauen wir nochmal. Dieses Rumwerfen ist immer sehr wichtig. Dreh. Der Regen ist zum Glück auch wieder leiser geworden. Dreh. So, ich heiße doch nicht doch nicht André. Aller Batman-Style. Ah, ziemlich cool aber. Ja, Mann. Ach, damit können wir auch in die dunklen Gebiete. Ja. Ah. Haben wir doch gerade vorhin. Okay. Nee, die Fackeln haben wir gedacht, aber. Ja, haben wir gedacht, aber dann habe ich gesagt, Nachtsichtgerät. Ach so, okay. Das habe ich ja dann nicht. Ich habe es vorgelesen, dass man dadurch in dunkle Gebiete. Ist jetzt wurscht. Ich bin es gewohnt, dass du mir nicht zuhörst. Ich höre dir doch immer zu. Natürlich. Ich habe nur ein schlechtes Gedächtnis. Das kommt noch dazu. Das Gebrüll des Idominus soll Schätzung zufolge 140 bis 160 Dezibel erreichen. Das entspricht einem Düsenflugzeug beim Start und Landen. Toll. Und das entspricht einem ordentlichen Hörschaden. Da war ich doch gerade eben schon. Okay. Ich muss erst die anderen suchen. Ich bin sofort wieder zurück. Versprochen. Okay, das mit der Bockwurst wird langsam ein bisschen übertrieben. Wie geil. Banane so nach oben, Smiley und dann nach unten. Sehr cool. Oh. 1:1 teilweise. Hier ist mein Ohr. Ab zu dem Mund. Das ist so gut. Die sind so süß, die Viecher hier in dem Spiel. Ja. Aber auch in Jurassic World. Ja, manchmal. Größtenteils. Also, Kraken. Ein Kraken. Hallo. Na, wie geht's euch? Wieso willst du zum Velociraptor hin? Ich will sehen, ob ich essen kann, aber ich kann da nicht weiter. Schade. Ich bin nicht da, das bildest du dir alles nur ein. Geht er wieder zurück, okay. Ich kann da aber auch nicht lang. Ja, dann müssen wir wohl uns was anderes suchen. Ja, aber wo? Kannst du nicht irgendwo... Ich kann mich übrigens jetzt gerade gar nicht mehr bewegen. Ja, das dauert kurz, dann kannst du dich wieder bewegen. Du musst in die Mitte und dann oben drauf schmeißen, wahrscheinlich, wenn du werfen kannst. Kannst du was werfen? Ja, genau. Ja, klar, kann ich was werfen. Und dann da oben drauf.
Und dann geht's Chili. Nein, was? Ach doch, so eine Echtwürste. Was zur Hölle? Was tut er da? Ich hab keine Ahnung. Aber wir können jetzt hier lang. Ja. Das ist gerade am Donner? Nein, nein, das ist in dem Spiel. Achso. Das sind die Velociraptoren. Velociraptoren, ja, die haben wir jetzt hier. Oh, endlich wieder Gewitter. Ja. Und weg bin ich. Oh, dunkel und klein. Ja, wir sehen uns auf der anderen Seite. Pickles. Ganz viele Gürkchen. Sauergurken. Wie nennen sie dich? Essiggurken. Ja, Essiggurken, Sauergurken. Essiggurken, Spreewaldgurken. Ich will hier weg. Ab in den Ofen. Ja, ab in den Ofen. Schlechtes Versteck. Dafür musst du es da werfen. Ja, ja. Und da kannst du auch durch. Wir sind nicht da, das belege ich alles nur ein. Okay, was gibt's da? So toll ja, zu essen. Ist egal, aber ich kann weiter dadurch. Ah, ich kann aber nicht weiter. Ja, Teamwork. Erst mach ich wieder, dass du weiter kannst. Wirst schon sehen. Ja, ich kann nicht weiter, du musst erstmal ziehen. Aber gibt's ja auch keine Mini. Keine Mini-Kids oder sowas. Schieb. Gar nichts. Schieb. Ich will da hoch. Schieb. Der läuft da nicht hoch. Schieb. Sehr unauffällig, das Geräusch. Ja. Ich würde weggehen. Ah, er hat's gehört. Klar, das gehört. Oh mein, guck mal, wie süß der schaut. Oh, lecker. Ja, sehr süß. Was können wir hier machen? Große Charaktere wie... sind stark hochhelfen. Okay, okay. Geh weg da, weg da. Du bist stärker als ich? Ja, ich bin ja auch größer als du! Das ist eine Frechheit. Gimli ist auch stark und er ist klein. Das ist kein Argument. Trotzdem wird er von Legolas immer schnell hochgeschmissen. Yes. Oder vom Aragorn. Oder Aragorn. Ach Mensch, Timmy. Mensch, was macht der kleine Timmy schon wieder? Das Geräusch ist so cool von den Viechern. Also, wenn sie wieder schreien. Das Geräusch, genau. Das meinte ich. Dankeschön. Okay, also ich komme raus. Du musst nicht raus, oder? Ah, ich mach hier zu. Ja, wieso sind da so viele? Ja, groß gekocht vorher. Kann man noch irgendwo hin? Oh, oh. Ja, ich da holt er sich noch eine Tausendermünze. Ja, weil ich genau gewusst habe, dass er da ist. Was? Wieso sollte ich nicht mitspielen? Oh, ich brauche hier Hammond. Ingen. Dafür also kannst du... Ja, ich weiß. Ich kann da oben hinschmeißen. Weil Hammond... Ich weiß gar nicht, warum Hammond... Wahrscheinlich ist es so ein Fingerabdrucksding oder so, dass es halt nur Ingen-Mitarbeiter da rein können. Ja. Okay, ich glaube, ich hänge mich mal dran. Dann lässt sich schon wieder hängen. Hahaha. Wenn du Hänger. So, ab in den Tiefkühl. Ach nee, du kannst rein. Ah. Aber setzt es automatisch auf, das ist ziemlich cool eigentlich. Ja. Ah, jetzt ist aber auch Licht da drin. Nein, ist es nicht. Nee, ist nur wenn ich da bin, ist da Licht. Oh, meine Güte. Okay, ich muss da rein. Da rein, da ist. Es ist Licht. Nein, Len, es ist böse, es ist kalt. Jetzt bauen wir einen Roboter. Sieht das so aus? Wie jeder weiß, in Jurassic Park besiegt der Roboter den. Naja, es ist der Getränkeautomat, wird sie besiegen. Ja. Aber oh, warte, zwei da Frösche oben drauf. Fische, das waren Tauben. Frösche. Frösche. Tauben. Echt? Tauben? Kann auch Tauben gewesen sein. Aber Frösche sind doch, von Fröschen wird doch auch der DNA-Strang genommen für... Schauen wir mal. Auf jeden Fall wird er eingesperrt mit dem Eis. Ja, klar. Weil ist so. Weil ist so, ja. Weil, komm, ich häng mich kalt dran, ich rein, lass ihn wieder raus. Ja, komm, lass ihn wieder raus. Der wollte eigentlich nur spielen. So. Hoppala! Ey, da wird noch wieder jemand raus. Der will doch nicht seinem Kollegen helfen, oder? Nein. Nein. Und hopp und hopp und hopp und nein, nicht gegen die Wand hüpfen. Oh, guck dir diese Kamerafahrt an. Guck mal, ich habe eine Diskette dabei. Ja, cool. Du kannst hacken. Jawohl. Wow. Du wirst auch noch bald verstehen, warum das gebraucht wird. Warum du die Diskette jetzt schon hast. Dann. Wir sind nicht beim weißen Hai. Das war auch Steven Spielberg, oder? Oder? Ja, doch. Was? Hallo, müssen wir das spielen? Ich kann doch was zusammenbauen für ihn, da freut er sich bestimmt. Wir können einen Schalter zusammenbauen und ihn damit ins Gesicht hauen. Ja,
Ja, aber ich kann ihn nicht schieben. Aber ich? Aber du. Grüne Seite. Ah. Ich sehe, wo das hinführt. Diese Soundeffekte. Da war ein Burger. Ich will den Burger. Er ist hier drin. Zum Kontrollraum. Haben wir Hilfe rufen? Wir müssen erst das System neu starten. Aktivieren die Türschwelle. Meine Güte. Oh mein. Ellie, geht zurück, aktiviert die Türschwelle. Ich schaffe noch niemals allein. Aber vielleicht schaff ich's ja. Ja, vielleicht, Len, vielleicht. Wie er schon so halb drin ist immer. Ich speichere mal kurz. Mehr Münzen. Ja, mach ruhig. Mehr Münzen. Guck mal, wie die da steht. Die muss ganz dringend aufs Klo. Ja. Oder so ähnlich. Würdest du eventuell auch müssen, wenn ein Velociraptor versucht, dich zu fressen. Ja, nee, da wäre ich schon lange auf dem Klo. Glaub mir, es ist nicht sinnvoll, sich vor irgendwelchen Dinos im Klo zu verstecken. Das habe ich in Jurassic Park gelernt. Ja, das stimmt. Denn die haben so die Neigung dazu. Das ganze Klo mitzufressen, ja. Ja. Ich sammle erstmal viele Münzen, gell? Ja. Ich gebe uns erstmal ein bisschen Energie. Achso. Okay. Energie. Energie. Was habe ich getan? Oh, ich hab's Licht angemacht. Aber es war die Jurassic Park Musik. Oh ja, genau. Was mir auch aufgefallen ist in Jurassic World, der Klingelton von der Claire. Ja, Claire ist die Frau. Genau. Die orangehaarige. Genau. Der Klingelton von der Claire ist übrigens das alte Theme gewesen. Echt? Ja. Sehr geil. Hat's gemacht. Ingen. Ich kann momentan nichts machen. Mach schon, Lex! Lex? Okay. Ah, ich bin jetzt der Maus. Ja, du bist also die Maus. Sendung mit der Maus. Ach komm, denn. Ich hab hier einen Controller und muss eine Maus bedienen. Da kommt er wieder mit Ausreden. Natürlich. Hi, hi. Ingen. Den geht's also ganz gut momentan noch, das ist schön. Natürlich. Weiter geht's. Das Dumme ist, die Maus bewegt sich auch noch unterschiedlich schnell. Wahrscheinlich, wenn du sie länger bewegst, bewegt sie schneller, oder? Ich hab die ganze Zeit gedrückt gehabt. Die macht mal schneller, mal langsamer. Voll. Ach, der lebt auch noch. Angeblich. Angeblich. Der Dilophosaurus aber nicht so lange machen. Nein. Hat die Kamera angespuckt. Immer ein Revival hier. Können wir mal alles sehen, was wir hier so getan haben oder was gerade so passiert. Dad. Ja, da ist die Maus. Boah, die längste Entfernung. Ist auch witzig, wie seine Seite immer wieder wackelt, das Bild. Oh, oh, oh. Und, jawohl, da hat der Lenz geschafft. Na, vielleicht musst du nochmal zurückkommen. Da habe ich die Bombe gezündet. Ja. Süß. Du Arme. Hoffentlich so. Kann man den freischalten mit Mütze, das wäre toll. Der Part von LEGO Jurassic World ist leider schon vorbei. Zum nächsten Video kommst du, wenn du auf das bereits laufende obere Video klickst. Und wenn dich auch die LEGO Sets interessieren zu LEGO Jurassic World, dann solltest du auf das untere Video klicken. Dort kommst du nämlich zu meinen LEGO Set Reviews. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, dann wirst du in Zukunft auch kein Video mehr von mir verpassen. Außerdem kannst du natürlich auch mal auf meinem Facebook, Twitter, Google Plus oder Instagram Seite vorbeischauen. Dort bekommst du immer die neuesten Informationen zu meinem Kanal. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt wie immer eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht mit dir sein. Servus.